Hallo, liebe YouTube-Freunde. Ja, bevor es hier losgeht mit dem Kimago-Talk, wollte ich ganz gerne mal kurz nur noch ein, zwei Worte sagen. Also für diejenigen, der Talk ist schon relativ lang geworden. Daher, wir zeigen tatsächlich keine Fotos oder irgendwelche Videosequenzen oder sonst irgendwas. Das heißt, ihr könnt das Ganze durchaus auch als einen ja, Podcast, wie einen Podcast sehen. Einfach nebenbei hören, während ihr eure Arbeiten macht oder sonst irgendwas. Einfach nur für euch zur Info. Ja, gut, das war's auch schon von meiner Seite aus und ich würde sagen, los geht's. Hallo, liebe YouTube-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, wir haben schon lange keinen Kimago-Talk mehr gehabt und da dachten Elmar und ich uns doch, dass wir doch jetzt einfach mal einen Kimago-Talk wieder machen. Und da Elmar mir verboten hat, ihn zu fragen mit der ersten Frage, wie es ihm geht, sage ich nicht, Elmar, wie geht's dir denn, sondern einfach nur, hallo Elmar. Hallo Merdat, und ich werde nicht darauf antworten, dass es mir ganz gut geht. Das machen wir einfach heute so. Entschuldigung, wenn ich huste übrigens, Leute, dann muss ich gleich mal mich entschuldigen. Ich versuche das zu muten in der Post. Boah, fuck. Habe ich das gerade gesagt? Oh Gott. Kann ich fluchen? Ja, Entschuldigung. Ich Ja, versuche soll das ich zu den Erfolg nicht muten. bleiben? Ich versuche das zu muten, aber nimm es mir nicht übel. Ich habe einfach gerade ein bisschen Probleme mit dem Husten. Von daher, ja, ist jetzt so. So, Elmar, die wichtigste Frage des Abends. Hast du mein Video gesehen? Welches? Also das SL3-Video, ja, habe ich mir angeguckt. Ja, und was sagst du? Ja, also du weißt, ich versuche ja immer Videos so zwischen 8 und 13 Minuten zu sehen. Was war das? 23 noch was? Da war ganz, Irgendwie ganz knapp drüber. Das so? war Warte mal, vielleicht ein, zwei knapp, knapp, Sekunden ja. drüber. Nee, es war schon Nee, ich über habe. 30. Ja, also ich fand das richtig gut, fand auch schön, dass du nochmal wirklich drauf eingegangen bist. Muss man jetzt wirklich so ein Upgrade machen? Wir erleben das ja oft, wenn wir so Reviews uns angucken, was machen die anderen so, ne? Ist es immer das Neueste? Ist das Neueste wirklich immer besser? Da hast du ja auch diesen Spruch so halb zitiert, ne? Das Naja, Neue finde ist der ich Feind des falsch. Alten oder so. Genau. Ich kenne den mit, das Perfekte ist der Feind des Guten. Genau, Das so rum. kommt aber aus einer anderen, ganz anderen Richtung, kenne ich das, aber ist jetzt egal. Und da ist für mich wirklich die Frage, muss es immer die neueste Technik sein? Ich habe letztens ja dieses CCD-Sensor-Video gemacht Das sehr gut und ankam. ja, fand ich auch. Hat mich ein bisschen erstaunt, weil es geht um alte Technik und alte Kamera und viele schwelgen da in Erinnerung und sagen, ach super, habe ich auch noch, muss ich mal wieder vorkramen. Und da habe ich richtig gemerkt, ich hatte da einfach Lust drauf. Ja. Lust darüber etwas zu erzählen, so wie wir heute einfach Lust hatten, einen Talk zu machen. Das ist ja ziemlich spontan unsere Verabredung heute. Und das ist, glaube ich, ein gutes Thema einfach, ja. Worauf haben wir eigentlich Lust beim Review machen? Muss es immer was Neues sein? Nee, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja schon so, dass wir viele unserer Reviews, sowohl deine als auch meine, sind ja oft über Produkte, die teilweise schon jahrelang auf dem Markt sind, sag ich mal, ja. Gut, so ehrlich muss man natürlich auch sein. Ist aber auch so, dass wir selten bis gar nicht Produkte vor Markteinführung bekommen. Ja? Also es ist ja, das muss man auch dazu sagen. So ehrlich muss man sein. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ja? Weil ich sage ganz ehrlich, wenn so ein Produkt eingeführt wird, ja, wenn so, keine Ahnung, neue Kamera, meistens Kameras, Objektive ist meistens nicht so gehypt, sondern sind meistens Kameras, ja, wenn die auf den Markt kommen, ne? Und wenn du dann YouTube aufmachst, dann wirst du ja an dem Tag des Releases, du wirst ja, also du kannst ja gar nicht umhin, du kommst ja gar nicht drum rum, wenigstens fünf Videos zu finden über diese neue Kamera, ja. Richtig. Ich meine, ich gucke mir von den fünf meistens auch vier mindestens an. Beim fünften habe ich schon gar keinen Bock mehr. Ja, weil ich immer denke, naja, vielleicht kommt ja was Neues, vielleicht kommt, also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt hier überhaupt keinen angreifen, der das macht. Ja, mich interessiert mich. Aber genau, das ist halt so der Punkt, wo ich so denke, naja, da gibt es ja genügend, die das machen und die die Möglichkeit haben. Aber im Zuge dessen, ich meine, da gibt es ja ein Video, ne? Ja, ist ja so, der Gerald und dann, einfach nur mal, weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht von euch, der hat ein ganz interessantes Video gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
Das Thema fand ich gut und das Thema fand ich auch wichtig, ja, weil ich glaube schon, dass das, ich merke das selber, wenn ich auf der Suche nach einem Produkt bin, weil ich mich selber informieren will, wie ist denn das, wenn ich mir das kaufen will oder so. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wirklich Informationen zu bekommen, wo man dann so denkt, okay, ja, cool, damit kann ich was anfangen, das ist kritisch, da wird nicht nur gesagt, wie toll das ist oder wie bla bla bla, sondern wird auch mal was kritisch angemerkt, weil, sind wir mal ehrlich, es ist nicht alles perfekt, es ist nicht alles super. Wenn es so wäre, dann wäre die Entwicklung vorbei, ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, möchte ich jetzt gar nicht, doch, man kann auch sich ein bisschen auf die Schulter mal klopfen, kann man schon mal machen, finde ich persönlich. Das ist schon ganz gut bei uns. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ja, und deshalb, früher weiß ich noch, dachte ich mir so, oh, ich will ja auch, aber nö, ich finde es ganz gut, ein bisschen Zeit zu haben, oder? Ich weiß nicht, du siehst es wahrscheinlich ähnlich, nehme ich mal an, Ja. oder? Ich kann mich auch ganz gut erinnern, wie oft wir mit Kameraherstellern oder Objektivherstellern, und so viele sind es ja auch nicht. Wir arbeiten ja auch nicht mit jedem, ja. Nein, die auch nicht mit uns, weil wir das eben nicht mitspielen. Ne? Also wir hatten, ich kann mich erinnern, Panasonic, als die S5 frisch rauskam, die Lumix S5, und dann hatte ich die zum Testen da und die hatten dieses Pixel-Shift-Aufnahmesystem. Und ich habe dann ganz ehrlich geschrieben, das hat halt bei Metallobjekten zu massiven Farbfehlern geführt. Also ich hatte da etwas mit Gold fotografiert, weil ich unbedingt eine hochauflösende Aufnahme brauchte für Restaurierungszwecke. Und da war plötzlich alles grün. Das war auch kein Dateifehler, sondern es war wirklich quasi falsch abgespeichert. Also doch ein Dateifehler letztlich. Aber das habe ich in dem Review auch geschrieben, weil die auch gesagt haben, Moa, schreib, was du willst. Und das hat dazu geführt, dass wir nie wieder was von Panasonic bekommen haben. Ganz einfach, ne? Und das war mir eine Lehre sozusagen, ne? Und wir haben gemerkt, Ehrlichkeit währt am längsten sozusagen, und dementsprechend haben wir dann gesagt, nee, also das Spiel spielen wir nicht mit. Wir sagen jeder Firma, wir brauchen Zeit, also 2 Tage, und es gibt so ein Hands-on-Review, irgendein Scheiß sozusagen, Entschuldigung, kinderfreundlich und so. Das machen wir nicht, sondern wir brauchen das mindestens 2 Wochen oder länger. Wir wollen uns da in Ruhe eine Meinung bilden. Und das spielen Hersteller mit den neuesten Produkten ja auch immer nicht mit, denn das wollen sie, wenn dann schnell raus haben. Und dementsprechend ist es auch ganz gut, dass wir sagen, ach, dann nehmen wir lieber etwas, was es schon eine Weile gibt, bilden uns in Ruhe eine Meinung drüber, erzählen darüber, auch nicht so aufgeregt, und guck mal hier, und das ist das Objektiv, was du unbedingt kaufen musst, ne? Was wir auch im letzten Talk so ein bisschen angeschnitten haben. Die 5 Dinge, wenn du die machst, dann bist du der beste Fotograf und kauf unbedingt das Objektiv von, Ja, ist ja Click-Click-Baiting, ne? Ich meine, genau, klar, setzt dir eine manchmal. chinesische Firma ein, ne? Also das ist immer ganz gefährlich, das spielen wir halt nicht mit. Und ich hoffe, das kommt weiterhin gut an. Vielleicht schreibt jetzt irgendwer einen Kommentar und sagt, nee, ihr müsstet mal was Neueres bringen. Glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Also ich glaube auch ganz ehrlich, wir sind ja ehrlich, wir machen es uns ja auch einfach, ne, Emma. Wir testen ja auch nur die Dinge, auf die wir Bock haben. Und dementsprechend sind meistens die Sachen, die wir testen, die sind dann halt auch gut. Also insofern ist es also eher andersrum, ne? Klar haben wir auch mal hier und da, also ich sage mal so, ich kann auch, glaube ich, für dich sprechen, wenn ich hier ein Video oder einen Blogpost, was ich schon lange nicht mehr bringe, shame on me, bringe, dann sind es meistens Sachen, die mich mindestens sehr interessieren. Nicht vielleicht die besonders die Masse interessieren oder von der Qualität extrem super oder sonst irgendwas. Nee, aber es sind Sachen, die mich einfach interessieren, die ich brauchen kann für meine Sachen, die ich so mache. Und dann bringe ich halt was dazu. Und ich finde, da muss man einfach auch, deshalb fand ich das schon ganz gut und ganz interessant. Und auch, dass das so ein bisschen jetzt losgetreten wird, wenn es jetzt ein bisschen groß gemacht wird. Naja, ich weiß nicht, ich meine, sind wir mal ehrlich, die Firmen, die wollen natürlich verkaufen. Natürlich wollen die, wenn die jemand was geben, auch was Gutes hören. Ist ja auch gut und schön. Aber ich finde, das sollte immer im Rahmen bleiben. Und man muss ja auch ein bisschen für die Konsumenten oder für die Customer, für die Kunden, ja, muss man ja dann auch als Unternehmen so fair sein, dann nicht nur, ja, wie soll ich sagen, nicht nur alles schön zu reden, weil wir sind ja keine, sind ja nicht doof, ja. Und deshalb fand ich diese Diskussion eigentlich ganz interessant. Ja. Ich habe dir das Video angeguckt und musste so ein bisschen schmunzeln. Und auch so, was andere dann so veröffentlicht haben, wo ich so denke, ja, naja. Und ja. Weißt du, also gibt es mal früher, als noch viel geblockt haben, ne, war das dann oft so, dann hieß es, aber das ist die beste Kamera ever. Ich konnte diesen Satz nicht mehr hören.
Ich meine, er stimmte vielleicht ja auch, weil er zu dem Zeitpunkt war es halt die beste Kamera, aber trotzdem. Und das finde ich ganz schön. Da bist du ja noch ein bisschen mehr so wie als ich, ja. Du arbeitest ja auch mal mit ganz alten Dingern. Siehe hier dieses CCD-Video, ja. Ich bin ja schon so ein bisschen Marketing-Opfer. Ich falle ja dann schon mal hier und da mal drauf ein und gucke mir eher die neuen Sachen an, ja. Aber es ist natürlich absoluter Unsinn. Du kannst auch mit alten Kameras, nicht umsonst fotografiere ich auch noch analog, ja, einfach schöne Bilder machen. Also ist Ja, einfach so, das ja. ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, ob man immer unbedingt, wenn wir uns jetzt mal als, oh Gott, ich sag's jetzt, Content Creator sozusagen vornehmen, ein Video oder einen Blogbeitrag oder irgendwo was zu bringen, was ja irgendwie auch, wir sind ja froh, wenn Leute sich die Videos anschauen. Ja. Wir sind immer noch in einem Bereich, wo wir außer unserem Platinwasserhähnen und unseren Villen an der Riviera natürlich keinen weiteren Luxus fahren. Viel mehr verdienen wir damit nicht, außer die 3 Millionen pro Video pro Also Nase. die 777, die kommt morgen übrigens, ne? Kümmerst du dich dann darum, dass du dann das mit dem Piloten und sowas klar machst, ne? Ja, Ja, okay. okay, wie vereinbart, wie vereinbart. Genau, Ja, genau. ich sag auch Dimitri Bescheid. Ja, Genau, mach mal, genau. okay, Ich ja, hab ich also. keine Lust. Ich bin mit der 747 die ganze Zeit beschäftigt. Mach du mal die 777, das passt schon. Okay, Ja, okay. okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. Ja, ich überlege gerade mit dem Moet, wohin damit. Okay, aber also es wird, wir verdienen halt mit dem YouTube nahezu nichts. Es deckt die Kosten der Website, das ist ganz schön. Und das war's. Mit anderen Worten, ich merke immer, wir machen das, weil wir halt Lust drauf haben, Videos zu machen. Und deswegen kommt auch manchmal auch mal 2, 3 Wochen lang nichts, was nicht heißt, dass wir keine Lust haben, sondern es liegt auch oft an der Zeit. Das ist einfach nicht unser Job, sondern wir machen das, weil es Spaß macht. Und Ja. wenn man sieht, es kommt ganz gut an, ihr lieben Zuschauer, ihr schreibt dann was drunter und kommt mit uns in ein Gespräch, das ist wirklich am meisten wert. Im Moment, ja, kann man wirklich, ist heute hier die Aufnahme sozusagen. Und ich weiß aber, dass für manche Firmen das nicht zieht. Ich weiß, dass Canon uns vor ein paar Jahren ja aus ihrem Programm rausgeschmissen hat. Ich hatte regelmäßig von denen schöne Kameras und die haben auch wirklich Spaß gemacht. Lief gut auf dem Blog damals. Ich glaube, du hast Und irgendwas Böses geschrieben, wahrscheinlich, oder? nee, habe Ah, ich nicht, okay. sondern urplötzlich schrieb die von der Agentur, die das für die abgewickelt hat, ihr braucht jetzt mindestens 20.000 Follower auf dem Ah. Kanal, 500.000 da und auf irgendeinem dieser genannten Kanäle waren wir auch nicht mal irgendwie. Und da war dann klar, das war eine reine Zahlenfrage. Da ist es auch völlig egal, ob die Reviews gern gelesen wurden oder nicht, ob es da Kommentare gab, also wirklich eine echte Kommunikation sozusagen oder nicht. Das war völlig Wumpe. Es ging nur noch um die reinen Zahlen. Na, dann waren wir da raus. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch gar nicht traurig drum, denn wenn es den Agenturen nur darum geht, ja, so what, das spiel mal halt nicht. Ja. Na, vor allem ist ja auch interessant, das klingt jetzt so ein bisschen wie die verschmähte Frau, ja, also nichts, also jetzt. Ist ja auch immer so die Frage, sind denn diese Follower auf den einzelnen Kanälen auch wirklich so echte Follower, ja? Ist immer so ein bisschen dahingestellt, sag ich mal, ohne jemanden hier irgendwie zu nahe treten zu wollen oder irgendwas in Da Frage stellen. habe ich jetzt ein Markenzeichen in die Kamera gehalten. Okay, Entschuldigung. Genau. Nicht gesponsert. Ja. Und das ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage. Deshalb finde ich persönlich, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war so ein YouTuber, so ein Engländer. Du weißt bestimmt, kennst ihn bestimmt. Ach, jetzt weiß ich nicht. Der hat mal so einen schönen Satz gesagt: Man muss nicht irgendwie diese 20.000 oder 100.000 Follower haben. Es reicht, wenn du 1.000 ehrliche Follower hast. Weißt du? Das ist dann. Und dann, wenn ich mir manchmal so die, so die, manche Videos von manchen großen Kanälen so angucke und darunter mir mal so die Kommentare und die Likes so angucke, wie lange die Videos dann teilweise auch schon online sind und wie viele Likes sie haben, dann sage ich so, naja, so schlecht sind wir dann auch nicht. Also irgendeine Reichweite müssen wir ja dann auch haben, weißt du? Aber gut, da hast du recht, das sehe ich genauso mittlerweile. Früher war das manchmal so ein bisschen anders, wo ich dachte, oh, habe ich so ein bisschen neidisch zu den großen Kanälen geguckt. Aber nee, ich finde, unsere Community ist echt ganz cool und das macht einfach Spaß. Und genau, das ist aber den Aufruf kann ich jetzt hier tatsächlich schon mal starten. Wir sind, glaube ich, noch 30 oder 40 von 5.000 entfernt. Und Ja, die genau. 5.000 hätte ich schon ganz gerne. Ich weiß nicht warum. Ja. Die 5.000 finde ich ganz cool. Deshalb haut mal die Tasten hier. Nicht nur gucken, auch hier
Daumen und Genau. Liken und Kommentar und Oder alles. wir machen das einfach so, das habe ich letztens in irgendeinem Video gehört, da hatte einer 3000 Likes und hat, also Follower, und hat so gesagt, jeder von euch sagt genau einem anderen Bescheid, der mir jetzt bitte Ja. auch folgt und Okay. auch mal ein Video guckt. Und genau das machen wir jetzt. Jeder Ja, von euch. bitte teilt doch mal unser Video. Das macht das. Mach Genau, noch mal als, guck jeder noch mal von als euch Challenge. lockt mal einen an. Genau. Ja, guck mal als Challenge. Warte, ich muss hier gerade mal ganz kurz gucken. Entschuldigung, ich muss mal hier meine Audio, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe meine Audio. Verdammt, ey. Ich glaube, ich habe meine Audio falsch eingepegelt. Ich hoffe, ich war nicht die ganze Zeit zu laut hier für euch. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ich habe sie jetzt auf Genau. jeden Fall runtergeschraubt. Vielleicht sollten wir auch so einen Counter, also ich meine jetzt wirklich nicht einen Tresen, sondern einen Zähler, so ein Zählwerk hinten in den Videos immer einblenden, wo man die Zahl der Follower sieht und wie die steigt, natürlich, ja. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr langsames Video. Okay. Was? Nein. Wir sind garantiert Nein. nach dem Video bei 20.000. Also wenn wir nicht bei 20.000 sind, Genau, dann dafür beenden wir machen wir den das ja Kanal schließlich. hier. Damit wir Dann endlich wieder mit Canon kooperieren genau, können. genau so. Ach ja, nee, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich finde es, wie gesagt, ganz interessant und ich habe es mir ein bisschen ja, mit so einem leichten Lächeln mir das Ganze so angeguckt und muss dann auch sagen, das möchte ich nochmal ganz kurz wiederholen. Als ich das Video mir so angeguckt habe und angehört habe, was er so gesagt hat, dachte ich so, aha, verstehe ich. Machen wir doch eigentlich. Genau so machen wir es ja. Ne? Und macht halt Wobei, genau. wenn Ja? wir ehrlich sind, wir haben ein paar Ausnahmen auf dem Kanal. Das sind auch die Videos, die immer so gar nicht gut gehen. Das war das, Dinge, was ich meinte. die uns angeboten werden, wir Genau. lehnen 9 von 10 Anfragen. Die kommen so wie willst du nicht mal das und das Ja. Objektiv oder die Nebelmaschine für die Disco oder so, wie das Oder heißt. Akkus. Oder Was ich so geil finde, sind immer die Akku-Anfragen. Siehst du die? die Und Akku, dann ja, fragen sie immer richtig. nach Canon und Sony. Also wo ich so denke, ja, also wir haben, Ja, genau. er Ja, fragt also alles, 9 von 10 aber. lehnen wir ab. Ne? Oder sogar 19 von 20 eher. Ne? Und es gibt ab und zu aber so ein paar Produkte, wo wir sagen, das würde ich mir schon mal angucken. Aber damit wir das dann auch machen können, sagen die, naja, dann wollen wir aber auch ein Video sehen. Ne? Und wenn das dann gut genug ist, dass man darüber ein Video macht, dann machen wir das auch. Wir hatten aber schon Dinge, die wir wirklich zurückgeschickt haben, weil diese Gerätschaften so schlecht waren. Ich habe ein Mikrofonset beispielsweise mal bekommen, so ein Funk-Dings. Die wollten hier zu dem Standard, was immer alle kaufen, wo sie hier dann dieses merkwürdige schwarze Kästchen mit dem Öl haben, ne? Um jetzt nicht Ach die Marke so. zu nennen, Okay. sozusagen, da gab es eine chinesische Konkurrenz zu und die versprachen noch mehr Funktionsumfang. Und die hatten eine unglaubliche Reichweite, aber die Tonqualität war so miserabel, dass ich gesagt habe, da mache ich kein Video drüber. Da kann ich nur Schlechtes dazu sagen. Vielleicht sollte man das vielleicht doch machen, weiß ich nicht. Aber ich hatte keine Lust darüber, irgendwas zu produzieren. Das war mir die Zeit einfach nicht Das wert. ist es halt, Also ne? ging das Ding zurück und dann war es das. Ne? Ja, genau, das ist es halt, ne? Und ganz oft, was ja ab und zu auch mal so ist, wo dann so sehr konkrete Vorstellungen kommen, ne? Wo dann gesagt wird, was wir neulich bei einem hatten, ein Objektivhersteller, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, möchte jetzt den Namen nicht Ja. erwähnen, wo ganz genau die Marketing, ganz genau das soll erwähnt werden, das muss erwähnt werden, das und deren Idee ist das. Und wo ich denke, ey, sorry, ja gut, also wenn du jetzt hier einen brauchst, der nur ein Video aufnimmt und sein Gesicht hinhält, ja, dann kannst du mir auch Geld geben, aber natürlich Geld wollen sie dann nicht geben, ne? Also, weißt du, Ja, was ich meine? Weil das ist ja eine ich erinnere Auftragsarbeit. mich. Ist eine Ja, ich fand es auch Auftragsarbeit und, krass, dass die ja. auch gesagt haben, welche Reihenfolge. Und dann habe ich mir Ja. Reviews von dem Objektiv Genau, angeguckt, bei genau. ganz, ganz woanders. Und das war auch wirklich genau nach Ja. dem Katalog. Und dann dachte ich so, Genau. der Arme, denn der Ja. macht sonst sehr coole Videos, aber Ja. da hat er sich genau darauf eingelassen. Und ich weiß, Und auch der musste das trotz genau. dieser Anstrengung, was kostet das Ding, 700 Euro oder so, musste 700, das 800 Euro, glaube ich. Ja. trotzdem zurückschicken. Also er durfte das Ja. nicht mal behalten und wird garantiert ja auch bloß kein Geld bekommen haben. Und da denkst du dann so, okay, ich hoffe, er hatte wenigstens Spaß beim Dreh. Ja, genau, Ja, genau. also das sind so. Und das ist so ein bisschen, ich meine, man darf ja nicht vergessen, YouTube, der Content ist ja umsonst. Ne? Also wir kreieren ja den Content in unserer Freizeit. Ne? So, dann bieten wir den an hier für umsonst. Ja gut, dass YouTube da Werbung schaltet und wir auch sagen, ja okay, schalte Werbung, gehört auch dazu, sage ich auch ehrlich. Ist eine Geschichte. Aber wie du schon eingangs meintest, bleibt ja dann am Ende nicht jetzt
Die 747 können wir uns nicht leisten, die haben wir uns anders geleistet. Ja, so. Genau. Und dann finde ich, wenn dann so eine Anfragen kommen, dann finde ich das irgendwie manchmal auch so ein bisschen respektlos dem Creator gegenüber, ja, weil was soll denn das? Also, und ja, okay, meinetwegen kannst du das Objektiv auch wieder zurückhaben, es muss nicht bei mir bleiben, aber dann lass mir wenigstens meine Freiheit in dem, was ich sage. Und dann Ganz kann genau. ich auch sagen, hey, das Glas ist einfach mal Mist. Oder das Oder macht. sogar sehr gut, wer Oder weiß, es ist ne? Also. sehr gut, aber es macht das und das falsch. Aber mir vorzuschreiben, was ich alles erwähnen muss, auch wenn mich das vielleicht gar nicht interessiert, ja, wenn das vielleicht irgendein Feature hat, dieses Objektiv, was vielleicht ganz besonders ist, was mich aber einfach nicht interessiert, ja, dann muss ich es nicht erwähnen, wenn das vor allem 500 andere Reviewer vor mir erwähnt haben. Ja? Ich erwähne doch dann lieber die Sachen, dass derjenige, der sich das Video anguckt, der sich schon die Zeit nimmt, meine 30 Minuten anzugucken, mir 30 Minuten beim Sabbeln zuzuhören. Ey, mal nur 8,01 Minuten, okay. Aber bei mir, dann kann ich doch so respektvoll auch meinem Gegenüber sein, dass ich dann auch das erzähle, was mich wirklich, was ich festgestellt habe und nicht, was die Firma will. Und das finde ich nicht gut. Das ist ganz, ganz doof. Habe ich nicht so Ganz oft schle ganz erlebt. schlechtes Tennis, ja. Habe ich nicht so oft erlebt, aber tatsächlich wird es mehr. Ja? Und das finde ich nicht cool, habe ich gesagt. Ja. Ja. Ja, das hat man halt ganz oft, finde ich, aus der, also das klingt jetzt auch sehr verurteilend. Also wir kriegen oft Anfragen von Großhändlern, die auch so eigene Hausmarken fahren sozusagen und die dann sagen, wir haben ein Riesenshop, guck dich um, wähle ein Produkt aus und das schicken wir dir. Und dann gucke ich mir den Shop an und denke so, ey, es interessiert mich auch wirklich gar nichts daraus. Und da hast du, guckst du da eine halbe Stunde durch. Und dann geht es auch immer, und das, wenn du das und das und das alles machst, dann darfst du, was weiß ich, das 50-Euro-Stativ behalten. Und dann denke ich mir so, weder will ich dieses Stativ, noch möchte ich mir Zeit ans Bein binden, darüber zu reden. Und ich habe schon Stativ-Reviews gemacht. Okay, aber da dachte ich auch so, das ist cool, das ist ein Stativ, das kann man mal auf 2,50 Meter hochfahren. Das will ich mal ausprobieren, ob das dann immer noch sicher steht. Ob ich mir traue, zum Beispiel eine 10.000-Euro-Hasselblatt da oben drauf zu setzen oder nicht. Das ist ja wirklich ein Faktor. Muss es wirklich, was weiß ich, Manfrotto für 900 Euro sein oder ein Carbon-Gizzo oder irgendwas? Oder kann ich hier auch, jetzt habe ich eh schon Marken genannt, ein KF-Konzept nehmen beispielsweise, ja? Und da fand ich manche Sachen ganz gut und manche Sachen fand ich richtig blöd an dem Ding. Und dann ging das wieder zurück. So, ja. Und das war dann, glaube ich, für beide Seiten okay. Die haben sich danach auch später nochmal gemeldet und sich bedankt. Also war jetzt mal nicht wie der Panasonic-Move sozusagen. Ja, Ja, also das ist ein ist bisschen schon. schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, ja, ist gut, dass es mal zur Sprache kommt. Ja, das sind so die Ideen-Review, was macht man eigentlich, ne? Und ich wollte eigentlich mit diesem CCD-Video letztens, da wollte ich eigentlich noch ein ganz anderes Thema aufmachen, nämlich nicht nur muss es immer das Neueste sein, sondern wie gut waren eigentlich die Kameras damals? Und haben die nicht vielleicht eigentlich schon für das meiste, was wir fotografieren, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, durch die Straßen laufen, bei Tageslicht und einfach ein paar schöne Fotos machen? Da haben die Kameras von 2005 in ihrer Digitaltechnik, die damals noch längst nicht so weit war wie heute, aber die haben dafür locker gereicht. Und jetzt muss man sich überlegen, warum laufen wir nicht mehr mit diesen Kameras rum, sondern mit drei, vier, fünfter Generation danach? Na, ist wahrscheinlich Marketing, oder? Natürlich, ist auch immer, das ist ja genau der Punkt, was ich vorhin meinen, was wir vorhin angesprochen hatten. Ne? Und wie gesagt, da nehme ich mich ja wirklich nicht aus, dass ich meistens die ganzen neuen Sachen mache. Aber ganz ehrlich, eine SL3 macht dich nicht zu einem besseren Fotografen. Die M11 macht mich auch nicht zu einem Scheiß, besseren ich bestell die sofort Fotografen. wieder ab. Oder keine Ahnung, das ist doch alles Unsinn, ja. Und ich gebe zu, bei mir ist es einfach der Spieltrieb. Bei mir ist es wirklich ganz, ganz viel Spieltrieb. Ich will die Dinger einfach nur spielen. Ich will damit spielen. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben ganz, ganz großes Glück mit unserem Kumpel, Freund, Unterstützer des Kanals, Alex. Ey, Kudos an Alex, wirklich. Ich liebe den Mann. Seitdem ist es einfach ein bisschen einfacher für uns beide geworden.
auch einfach mal Sachen, die man nicht so einfach bekommt, dran zu bekommen. Ja, und da kann ich ihm einfach nicht dankbar genug sein. Und das ist halt es ist cool, ja, weil dann kann ich den Spieltrieb ein bisschen befriedigen, kann aber auch ein bisschen was der Community zurückgeben, durch Alex Hilfe auch, ja. Und das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass immer das Neueste auch das Beste ist, ja. Das ist absoluter Unsinn. Es gibt Leute, die machen mit einem iPhone oder mit einem Smartphone. Ja, nicht immer iPhone, ist ja auch recht teuer. Mit einem alten Smartphone oder sonst, das hatten wir auch schon mal das Thema, ja, glaube ich, ne? Machen super Bilder. Und ich weiß nicht, das ist so das Ewige. Ich habe das, was ich ganz interessant finde, das ist wieder ein ganz anderes Thema, was ich aufmache. Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass Frauen nicht die besseren, aber auf eine gewisse Art und Weise anders und somit die Fotos ganz anders rüberkommen, weil die nicht so technisch sind. Und Männer sind ganz oft so technikverliebt, ja. Letztes Megapixel, Schärfe bis in die Ecken, chromatische Aberrationen, Komas, hast du nicht gesehen? Astigmatismus. Dankeschön, Astigmatismus, Koma, hast du nicht gesehen, also was. Aber das ist ja alles so hinfällig und dann kannst du trotzdem schöne Bilder machen mit einem, keine Ahnung, was für einem Glas oder Objektiv, ja. Und ja, ich glaube, also ich möchte jetzt nicht unsere Videos sagen, die sind blöd und man braucht da nicht gucken. Nee, aber ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man nicht so in diese Spirale reinkommt. Man braucht immer das Neueste und das Beste. Ja. Und da, das gehört auch so weit, du erinnerst dich, früher, als es nicht so war, wo wir nicht so viel Zeugs bekommen haben, da habe ich dann vieles dann gekauft, weil ich dachte, geil, muss ich haben, muss ich haben. Dann habe ich am Ende gemerkt, ja, scheiße, brauche ich ja gar nicht. Ja. Den Stress haben wir jetzt nicht mehr. Ja? Das ist natürlich das Gute. Aber ja, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Mal immer noch Altes, Neues und so weiter. Ja, genau. Das ist ein interessanter Punkt mit dieser Technikverliebtheit. Ich erlebe das ganz oft in den Fotoforen. Da wird sich dann wirklich über die Vor- und Nachteile verschiedener Kameras ausgetauscht. Und ganz schlimm sind ja die Foren, also schlimm im Sinne von, man liest es leicht amüsiert. Also mir geht es zumindest so. Ich amüsiere mich darüber, wenn die Menschen sich da so gegenseitig angehen, wenn in, was weiß ich, in Markenforum 1, Marke 2 erwähnt wird Oh. und sagt, die bauen übrigens auch Kameras, die funktionieren. Bumm. Riesensturm. Ja, aber, ne? Aber Marke 1 ist das doch viel besser als Marke 2. Und der andere wollte eigentlich nur sagen, dass es Marke 2 überhaupt gibt, ja, oder so. Also es ist wirklich ganz spannend und da wird auch noch die kleinste technische Begründung für irgendwas rausgesucht. Und da bin ich immer fasziniert, was die Leute auch alles wissen über die Ja, letzte Diode, irgendwo ganz auf jeden hinten im Fall. Sensor und so weiter. Dann denke ich immer, okay, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne schon ziemlich viel Fototechnik. Das meiste erwähne ich in unseren Reviews auch gar nicht erst, weil das für mich nicht vordergründig ist, sondern ich möchte wissen, wie fühlt sich die Kamera an oder das Objektiv? Komme ich mit diesem Werkzeug gut klar? Kann die meine kreative Idee umsetzen? Und da habe ich irgendwann gemerkt, so Stand 2013, 14, 15, da hatte ich eine Kameratechnik erreicht, rings, die es so gab, die hat genau das wiedergegeben, was ich mir gedacht habe. Ne? Also habe ich auf den Auslöser gedrückt, gucke dann auf die Play-Taste sozusagen und dann sehe ich, jo, so oder zu 90% sozusagen, so habe ich es mir gedacht. Und dieser Effekt ist nicht mehr geworden durch bessere Technik oder durch neuere Technik, sagen wir es mal so. Den kann ich mit manchen Geräten erhalten. Und mittlerweile gibt es aber auch ein, zwei Geräte, die mich sogar, wenn ich auf die Play-Taste drücke, überraschen, wie gut sie das umgesetzt haben, quasi noch stärker, als ich dachte. Und das ist aber auch nicht immer gut, weil manchmal möchte ich auch so ein bisschen Lo-Fi haben, sozusagen. Und dann jetzt mal wieder 3 Runden lang mit dem Filmomaten raus, sozusagen, ja. Und dann wird eben analog fotografiert, damit man gar nicht erst gucken kann, wie es geworden ist, sondern ich brauche mal so ein Jahr, um
Filme dann mal einzuschicken und die entwickeln zu lassen. Dann denke ich so, wo war denn das? Ach ja, Ja, das das ist ist für mich cool. immer der schönste Effekt bei analoger Fotografie. Ich lasse mir wirklich Monate Zeit mit sowas. Aber okay, ist ein anderes Thema. Ja, nee, verstehe, sehe ich ganz genauso wie du, finde ich auch. Und das ist ja genau dieses Thema, ne? Nicht immer auf das Letzte und Neueste gehen. Natürlich kann die letzte und neueste Kamera auch genau das sein, was man braucht. Ja, es ist ja nie verkehrt, sich das anzugucken oder sich darüber nachzudenken und alles, aber nicht diesen Trugschluss. Also immer in sich hineinhören, ja, immer nicht auf den YouTuber oder den Blogger hören, der sagt das und das und deshalb musst du sie kaufen, diese fünf Dinge. Nee, immer auf sich selber hören, am besten irgendwie testen. Ich weiß, da rede ich jetzt aus einer sehr komfortablen Situation, weil ich kann das ganze Zeug, ich rufe Alex an oder schreibe Alex was und sage, dann mal schneller, mal weniger schnell sind dann die Sachen da. Ja, aber sie sind dann irgendwie da, ja. Und das ist mir schon bewusst, dass das natürlich sehr einfach dann für uns zu sagen ist. Aber du kannst immer mal irgendwo gucken und dir dann wirklich ein Bild machen. Also weil manchmal bin ich wirklich erstaunt, wie Leute so schnell Sachen abschießen, wirklich gute Sachen, wo ich so denke, hey, das ist eine gute Kamera. Ja, sie ist ja wunderbar, das Teil. Warum gibst du es denn weg? Aber gut, ja. Aber genau, das trifft so ein bisschen diesen Punkt. Aber es ist ein Es bisschen gibt, das trifft den Punkt, den du gesagt hast. ja, das stimmt. Also es gibt für mich wenig Entwicklung in der Kameratechnik, die für mich wirklich wichtiger geworden ist. Was ich zum Beispiel toll finde, ist, wenn die elektronischen Sucher bei diesen ganzen Kameras besser werden. Denn ich habe immer noch eine Sony A7 Version 1. Und wenn du in diesen mikroskopischen Sucher guckst, der war damals das war das Ding, ja. Und wenn du jetzt da reinguckst, ja, ist schon so ein bisschen neblig, klein sozusagen, ne? Das ist für mich echter Fortschritt geworden. Und da gar nicht so sehr der Sensor von dieser Sony, der harmoniert immer noch super mit irgendwelchen Objektiven. Der Autofokus ist schnell genug und so weiter. Das ist nach wie vor keine Kamera, die man gerne in die Hand nimmt, finde ich, ne? Aber die leistet ausreichend. Aber die Peripherie um diese Leistung, eben dieser Sucher, das ist deutlich besser geworden. Und die andere Stufe, die in den meisten Kameras jetzt immer mehr vorkommt und was uns alle in komfortable Situationen bringt, ist Bildstabilisatoren. Also, dass der Sensor stabilisiert wird, dass man teilweise 6 bis 8 Blendenstufen längere Zeiten halten kann als sonst so mit dem alten Tatter sozusagen. Ne? Also, das ist toll, dass man nicht immer extra viel Schnaps trinken muss, um die Hände zu beruhigen, um Fotos machen zu können. Ja, weil das geht ja auch ins Geld. Nein, das ist jetzt natürlich eine Quatschbemerkung, aber diese Stabis, die sind einfach wirklich so gut geworden, dass sie auch in die kleinsten Kameras jetzt passen. Und da sehe ich einen Fortschritt. Ja, und das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich in meinem Video, muss ich ganz kurz mal zum SL3-Video kommen, weil das ist nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo ich für mich unter anderem gar nicht so eine große, genau diese Verbesserung so gesehen habe, weil der Sucher ist der gleiche. Ich meine, der Sucher von der SL ist einfach ein Super. richtig geiler Sucher. Ja. Den mag ich Der ja, war schon in der SL, in 601, der glaube ich, sehr ersten. gut. Ja. Das mochte Und ich total. Also. genau, und da hat sich ja nichts verändert. Und der Stabi, der ist ja auch extrem gut von der SL2S. Ich weiß nicht, ob der bei der SL, der hat auch einen Stabi, oder? Oh Gott, das war nur so lange her, dass ich die Das benutzt habe. weiß ich jetzt nicht. Egal. Weiß ich jetzt nicht. Aber der Stabi hat sich ja auch nicht verändert. Ja? Das ist ja so der Punkt, wo ich so ein bisschen dachte, oh, da hat Leica so ein bisschen, meiner Meinung nach, gut, jetzt weiß man nicht, ob man überhaupt da noch mehr rausholen kann oder ob der einfach in der SL2S schon so gut war oder SL2, dass es dann. Aber ja, genau, das sind diese Punkte. Ne? Oder halt, ich meine, okay, ich bin kein Autofokus-Mensch, es ist halt der Autofokus dann auch noch. Aber auch da, gut, kommt ein bisschen darauf an, was du fotografierst natürlich. Ne? Also, ich meine, wenn du Sportfotograf bist, dann ist das natürlich, oder Wildlife, dann ist das natürlich schon sehr wichtig, dass du da einen guten Wobei, Fokus hast. jetzt kommt wieder hier mein erhobener Zeigefinger, ja. Viele von unseren Zuschauern hatten schon mal Kontakt mit Nikon und vor allen Dingen auch mit analogen Kameras. Wer zum Beispiel den Nikon F5 benutzt hat, aus den 80er, 90, nee, 80er nicht, aber aus den 90er Jahren. Welche Nikon? Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gehört. F5, die Ah, okay. F5. F5.
Genau. Ja. Da gab es ja nur noch eine F6 und das war es. F6 meine ich jetzt nicht die Zigarettenmarke aus der DDR, sondern, okay. Also die F5 hatte schon ein O. Schön. Aber ich muss gleich noch was anderes Werbung machen, weil sonst ist es ja Schleichwerbung. Also die F5, die hatte schon einen so schnellen Autofokus, wenn du ein Objektiv dran hast mit einem aktuellen Motor und du kannst die neuesten Nikon Spiegelreflexkamera-Objektive da dran bauen und die funktionieren an dem alten Gerät tadellos in ihrer vollsten Geschwindigkeit. Die ist schon so schnell, die belichtet so schlau sozusagen mit 3D, Color, Matrix, Metering, hast du nicht gesehen. Viel mehr ist aus Film nicht rauszuholen. Also wenn du jetzt dich auf Automatiken verlassen möchtest, sage ich mal. Ne? Das heißt, das ist auch Technik, die aus diesen Spiegelreflexkameras, da war die schon so hochgezüchtet, diese Technik, die wandert jetzt in diese spiegellosen Systeme rüber, fast schon ein bisschen stiefmütterlich, ein bisschen sehr spät irgendwie. Ne? Also also ich kenne es jetzt speziell bei Nikon, was die D4, die D5 und jetzt die D6 können, das ist noch längst nicht also in der Z9 und ist es vielleicht schon drin. In der ZF ist es auch ganz gut, aber es ist noch längst nicht im vollen Potenzial rübergeschwappt von der Spiegelreflexkamera in die Spiegellose. Das ist bei anderen Marken wahrscheinlich anders. Speziell Sony, keine Frage. So, zurück nach einem kleinen technischen Problem. Also es ging gerade um Autofokus, Spiegelreflexkameras und so weiter. Ich will es gar nicht so sehr ausweiten. Denke aber, dass viele von den Techniken, die wir jetzt in spiegellosen Systemen als neu erleben, diese Fähigkeiten, die waren in vielen Kameras schon da, in Spiegelreflexkameras. Ne? Also ich kenne es speziell aus dem Nikon-Bereich, aber die Kanoniere sozusagen, die können das sicherlich auch bestätigen. Die Pentaxianer erst recht, da gab es schon technische Lösungen, da träumen wir in manchen spiegellosen Bereich immer noch von. Ne? Und das finde ich krass, dass die Entwicklung da so langsam geht, obwohl vieles von der Technik eigentlich schon da war. Lustig, dass du so sagst, muss ich gerade, als du das erzählt hattest mit der Technik, die schon da war, hatte ich neulich. Die Canon 50E. Das war, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hatte das, wenn du durch den Sucher geguckt hast, und die hatte praktisch getrackt, wo du mit dem Auge hinguckst und hat dann, also es hat mehr oder weniger gut funktioniert, um ehrlich zu sein, habe ich das vielleicht insgesamt 5-mal hinbekommen. Aber ich glaube, irgendwo habe ich das gesehen, dass das jetzt wieder in irgendeiner Kamera irgendwo drin ist. Kann das sein? Oder ich hatte mich da Dieses neulich mit jemandem Augentracking, da. das kommt gerade wieder. Ich weiß gerade nicht, wo es war, aber das habe ich auch gerade gelesen. Und ich glaube, diese Rebel TI oder so von Canon, die hat es irgendwie auch gemacht, schon ein bisschen besser. Und dann verschwand das so ein bisschen von der Bildfläche. Ne? Aber das Aber ist das finde ich mein richtig cool, ehrlich gesagt, ne? Nachdruckfische. Ja, finde ich richtig cool, wenn es dann zuverlässig funktioniert, ja. Aber da musste ich auch so lachen, weil genau, dann hatte ich mit jemandem gesprochen, der erzählte das, und dann musste ich es so in die Kamera bringen, und gerade weil du es gesagt hast. Ja, das stimmt schon, ja. Wir werden sehen, wo das noch So. hinführt, ab wann wir alle nur noch hier irgendwelche KI-Brillen tragen, durch die man zwar in die Welt gucken kann, aber quasi dann mit dem Auge irgendwas verfolgt, das wird dann umrandet und gleich wird dir der Preis davon gesagt, wenn du es auch kaufen möchtest, denn das Internet ist ja hauptsächlich dafür da, Werbung zu machen. Ja, das Ist ja stimmt immer schon. gefilterte Informationen, aber okay. Ich finde das sowieso so krass. Ein ganz anderes Thema. Wenn ich manchmal mich mit meiner Frau so unterhalte, keine Ahnung jetzt, ein Beispiel, irgendwas, ein Auto, ja, über ein Auto. Oder nee, machen wir nicht so groß, das ist Blödsinn. Gewürzgurken. Gewürzgurken. Keine 10 Minuten später ist meine Timeline auf Instagram oder Facebook voll mit: Ey, guck mal hier. Die besten Gewürzgurken. Ich so denke, ey, sag mal, Alter, das ist schon Aber echt ein bisschen spooky, das ja? können sehr, sehr viele Leute berichten. Das kann ich auch berichten. Ich habe mit einer Kollegin über Lego-Blumen gesprochen. Es gibt ja von Lego diese, kannst ja so Blümchen bauen. Und dann wollte ich wissen, wie teuer sowas überhaupt ist. Und gebe nur bei Google ein den Buchstaben L. Da kam noch nichts. Da habe ich E eingegeben. Und dann stand da Lego Flowers. Und ich dachte so, Freunde, wieso nicht? Ja. Ist krass, oder?
Ja, es ist echt auch Leipzig oder Lecker, Schmecker, Schmackofatz eingeben können. Oder ja klar, macht ja jeder. Ständig, ja, laufend. Ja, das ist so, es ist schon, also es ist leider nicht absurd. Ja. Ja, und dementsprechend mit dem ganzen modernen Quatsch, deshalb fotografieren wir nur mit olmen Zeugs. Nein, das vielleicht nicht. Aber deswegen ist es halt immer gut, wenn man zum Beispiel Merdats SL3-Video nochmal genau schaut, weil er da nämlich auch gute Kritiken hat an der Kamera. Viel auch über diese Klapp-Display-Geschichten, Schwenk und so weiter nachgedacht. Und hat es auch irgendwas mit dem Akku erzählt, glaube ich, ne? Dass sie so akkuhungrig ist. Ja, aber das sind die SLs und leider alle. Ganz krass sind diese Umstiege auf andere Speicherkartenformate. Ah, ich habe das, als ich bei Nikon Z eingestiegen bin, die hatten dann diese XQD-Karten, was CF Express Typ A ist. Und dann kam die Hasselblad X2D und die hat nun CF Express Typ B. Das heißt, diese blöde 120 Euro A-Karte passt nicht, also passt physisch da rein, findet aber keinen Kontakt zu dieser Kamera, weil die unbedingt eine Typ B-Karte haben möchte. Und diese Typ B-Karte kostet auch wieder. Und bei Mittelformat kaufst du eben mindestens eine 64er-Karte. Da passt gar nicht mehr so viel drauf dann. 64 würde ich fast schon knapp finden. Ja. Ja, das war, aber mehr wollte ich nicht ausgeben, sage ich mal. Ja, und da bezahlst du auch schon wieder 120 Euro plus nochmal 50 Euro für so ein Lesegerät. Ja. Aber bei all dem Ärger, diese Dinger sind so robust und die sind so dolle schnell in ihrer Verarbeitung. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt das cool. Das ist wirklich krass, wenn du da einfach mal mit 900 Megabyte pro Sekunde kopierst und daneben deine SD-Karte mit 100 Megabyte, egal was draufsteht. Ja. Ich habe es noch nie erlebt. Ich habe neueste Lesegeräte und super krasse Kabel ausprobiert und USB-C 3.2 und hast du nicht gesehen. Und die krepeln da mit 90 bis 150 Megabyte pro Sekunde rum und dann ziehst du deine XQD-Karte in einen Bruchteil dieser Zeit lang. Ja, aber das muss ich wirklich sagen. Ja. Ich habe mir, du hast mir ja netterweise deine 64er mal geliehen, weil ich habe ja dann so kleine, wie ich habe ja dann versucht, mit der SL3 auch mal so ein bisschen Video zu filmen. Ich habe ja extra gesagt, ich mache nur Foto. Vielleicht bringe ich noch was zu Video, je nachdem, wie lange mir Alex mir die lässt. Aber genau. Aber ganz ehrlich, mit den SD-Karten, selbst mit so einer schnellen 300, da hast du keinen Spaß dran. Da fängt das Ding nach 10 Sekunden an zu ruckeln. Dann dachte ich erst, hä, ist die jetzt kaputt oder was? Hab dann auf Stopp gedrückt, aber dann war immer noch dieser rote Rahmen. Das ist ja das ganz Coole bei den SL, die zeigen dir dann, dass sie diesen Rack-Rahmen haben. Ne? Und dann dachte ich, warum ist denn sie jetzt zu? Hab wieder raufgedrückt und immer wieder und hab dann immer wieder, aber weil die halt so langsam war, weil die halt natürlich dann auch immer noch rübergeschrieben hat. Und dann aber seitdem, als du mir diese die ZF, B-Karte. Typ B-Karte. Typ B-Karte gegeben hat. Da war ich so baff, da habe ich erstmal gerafft, wie schnell das ganze Ding ist. Ja? Und wie flüssig dann auch das Video nachher, wenn du das dann dir mal angucken willst später, okay, was hast du denn da gefilmt, dann konntest du ja gar nicht, du konntest es gar nicht dir angucken auf der Kamera, weil das geruckelt hat und dann irgendwann aufgehört hat. Ne? Du brauchst diese CF-Karten. Ja, also das ist schon cool. Und das Gute ist natürlich, du kannst auch mit den richtigen hohen Auflösungen Video, brauche ich jetzt nicht, aber für einen Videofilmer ist das schon cool. Musst du nicht mehr mit irgendwelchen SD-Karten rumbasteln und das ist schon nicht schlecht. Aber ja, es nervt ein bisschen, dass du jetzt diese blöden Karten kaufen musst, wenn du nicht sowieso schon in dem System drin bist. Ne? Ja, wenn du erstmal sowas muss ich hast, sagen, also für mich ist es das bessere System. Man muss sich halt erstmal einkaufen und du kriegst sie halt leider nicht in jedem Drogeriemarkt. Ne? Also wenn du, wenn deine Karte voll ist oder verloren oder irgendwas und du möchtest aber weiter fotografieren im Urlaub, dann kannst du in eine Drogeriemarktkette deiner Wahl gehen und findest in der Fotoabteilung immer leere Filmregale, aber immer noch irgendeine SD-Karte, die du in deine Kamera schwarz-weiße, kannst. Schwarz-weiße findest du schon. Ja, schwarz-weiße SD-Karten. Okay. Die kannst du dann da reinlegen und dann kannst du halt weiter fotografieren. Übrigens, Fun Fact, jede SD-Karte, die du in eine Leica Monochrom legst, kann nur noch... Okay. Das ist ja geil, oder? Das ist ja cool. Einmal eine Mono und dann machst du dir einfach monochrome Kameras.
Ja, okay. Es ist egal. Das ist aber auch ein Fortschritt. Bessere Speichermedien. Das kann ich mal Ja, das gleich noch stimmt schon. sagen, dass viele Kameras jetzt internen Speicher auch kriegen. Das ist einfach nur sinnvoll, denn mir ist es schon passiert, bei einem ganz, ganz wichtigen Termin mit Politprominenz und so weiter. Und ich habe ein paar Fotos gemacht. Und wir haben uns sogar über diese Kamera unterhalten. Eine Leica M10D mochte der. Nein, sage ich jetzt nicht, wer mochte das sehr, und dann kamen wir schön ins Gespräch und ich habe schöne Fotos gemacht von ihm und keine Speicherkarte drin. Ja, scheiße. Ich habe die ganze Zeit Ja, das gedacht, sind warum die. zeigten das der 5D an? Das war aber ein Ja. SD in diesem kleinen LED-Anzeige da im Sucher und das war blöd. Ja, das ist natürlich uncool. Ja. Ja, deshalb fand ich den mit internen Speicher fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, diesen Move. Deshalb war ich auch so ein bisschen erstaunt, dass die SR3, aber ist egal. Ja. Und da war zum Beispiel Leica T, also übrigens Fuji-Kameras von anno dazumal, eine Fuji F30, das ist so eine ganz, ganz kleine, Ja, kompakte kenne ich, kenne Zoom-Kamera. ich. Ja, die Königin der Nacht hieß die damals Echt? übrigens. So, die hat schon internen Speicher, irgendwie 16 Megabyte oder so. Und da konntest du immerhin so Ui, noch ein deine Foto. letzten 5 Bilder drauf machen, ja. Aber eine Leica T, dieses merkwürdige Alu-Dings, die Dieses hat auch schon. handgebürstete. Genau, die hat schon 16 Gigabyte internen Speicher. Echt? Ja, und kannst auch von Karte auf Speicher kopieren und hin und her. Also die kannst du auch wie einen USB-Stick verwenden. Du hast ein super Menü und so weiter. Davon würde ich mir mal ein Kleinbildformat wünschen, ehrlicherweise, mit diesem System, weil das so anders war und gar nicht mal so schlecht. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich habe ja schon so eine Kamera, die all das kann und schon einen riesen Speicherplatz hat. Und das ist die Zeiss ZX1. Aber okay. Aber da du jetzt gerade hier von Kameras redest, ganz kurz, da muss ich jetzt gerade mal denken, genau, die Deluxe 8, hast du ja mal geguckt? Die sieht aus wie eine Ja, kleine Leica Q, ne? Die sieht aus sieht wie sie eine aus. kleine Schwester von der Leica Q. Ja. Die finde ich richtig cool. Da habe ich jetzt Alex auch Also. mal heute angeschrieben und gesagt, ey Alex, schick mir Mach die doch. mal. Ja, die hat dann, Ich weiß gar glaube, nicht, ob er die also hat was oder ich immer nicht. gerne mal zum Testen hätte und auch gerne mal ein paar Tage länger, um die so richtig kennenzulernen, ist die erste Leica Q, nämlich die Leica X Typ 113. Also nicht die kleine Web? X1 oder Also. X2 oder XE, sondern einfach nur Leica X. Die hat, da könntest du einen Aufstecksucher drauf tun. Die hat so einen 23 mm Summilux 1,7er. Und das ist ja wirklich der absolute Vorläufer der Leica Q. Was? Die hat Leica jetzt X? Leica X heißt sie einfach nur. Typ 113. Die. Ja, 113. Ja, genau. Und die sieht quasi, die konntest du auch à la carte bestellen und hast sie nicht gesehen. Und die ist wirklich im ganzen Aufbau ist sie im Grunde der Vorläufer der Leica Q. Und wenn sie diese Serie ein bisschen mehr gepflegt hätten und da neuere Autofokus-Module eingebaut hätten, weiß der Geier, Aber kein das Sucher hat hätte, sie, ne? nee, leider nicht, aber das hätte wirklich ein Kracher werden können. Da noch ein Sucher rein und du hast eine APS-C Leica Q sozusagen. Und wenn du das jetzt mit moderner Technik bauen würdest, fertig, ne? Also kompakt, schnell, da gab es sogar eine Unterwasser- oder eine wasserfeste Version. XU hieß die dann. Die würde ich gerne mal probieren. Aber habe ich mit Alex gesprochen, er sagt, ach nee, hier komm, Leica X, Ja, ich interessiert keinen, mache ich nicht. weiß. Mach gar nicht Und so. hat er auch recht, keinen, stimmt nicht ganz, mich interessiert es halt schon. Naja, aber er ist offizieller Leica-Händler. Wollen wir mal so ein bisschen Druck Ja, hier aber die gibt öffentlich es nicht mehr machen? zu kaufen. Also die werden ja Nee, nicht nicht mehr die produziert. Leica-X, aber Ja, die Dings und da. ich habe vor Jahren auf eBay sehr, sehr günstig eine Leica X Vario erstanden. Das ist diese Zoom-Variante. Und die ist sowas von lichtschwach sozusagen, das Objektiv. Aber diese Bilder, die da rauskommen, gehören mit zu den schönsten, harmonischsten Bildern vom Schärfeeindruck, von der ganzen Zeichnung her, die ich je gemacht habe. Egal, Echt? ob das Objektaufnahmen waren. Ich habe hier, habe eben Teile von Schatzkammern fotografiert, Schatzstücke aus dem Mittelalter und sowas. Die sind scharf bis ins Detail. Du hast eine plastische Wirkung und so weiter. Du kannst wunderschöne Porträts damit machen. Die mag nicht so sehr dunkle Innenräume. Alles klar, bei Blende 5,6, da kommt so ein kleiner Sensor an seine Grenzen halt. Aber wenn du ein gutes Licht hast und draußen unterwegs bist oder wenn du die auf einem Ausflug mitnimmst oder so,
super schöne Bilder. Die Kamera funktioniert schnell genug, fasst sich super an. Das ist wirklich ein Top-Teil. Aber es Dann wächst können wir auch nochmal mal einen ab. Aufruf hier starten. Wer hat denn jemand hier von anderen Zuschauern eine Leica X? Kann er doch Ja, mal. schick mir mal einer bitte eine Leica X zum Testen. Ich würde die wirklich gerne mal Hä? ausprobieren. Aber Warum okay. nicht? Ja. Ja. Wie gesagt, die Vario, also ist wirklich ein super, super krasses Teil. Das wäre für jeden Leica-Fotografen, der digital fotografiert, die beste Zweitkamera, die du wirklich mit hast. Naja, Du aber hast deshalb zum bin ich Zoomen so an dabei, dieser das ist Digi. toll. Deshalb bin ich an dieser neuen da so interessiert, weil die sieht echt ganz cool aus. Ist zwar nur Micro Four Third, aber die sieht so aus, als wenn ich die einfach in eine Hosentasche reinstecken kann und raus und dann klack, klack, klack. Und das würde mich mal irgendwie interessieren. Finde ich eigentlich ganz geil. Ich Na, habe mal eine gucken. Panasonic-Version davon, die Nee, Panasonic machen LX100. wir nicht. Nein, machen wir Panasonic nicht. Nee, ist privat oder so. Aber die kriegst du Nein. wirklich in so eine Jackentasche rein Nein, liebe und die ist auch schon mal Panasonic. runtergefallen und funktioniert immer noch. An Panasonic sollte jemand von Panasonic gucken. Das war natürlich ein Spaß. Wir wollen hier nicht Panasonic bashen. Das ist nicht Nein, so gar gemeint nicht. gewesen. Eieieiei. Ja, Mensch, du. Wir sind jetzt hier schon bei 51 Minuten. Ja, wird spät langsam, ja. Oder? Ja. Papi muss ins Bettchen. Wie sieht's bei dir aus? Was steht bei dir an? Na, ich gehe jetzt noch ein bisschen in den Wald atmen und dann geht es Was? auch bis zum Atmen? Schlafen. Atmen, ja. Ah, okay. Sehr gut. Ja, sehr schön. Berlin hat es die ganze Zeit geregnet heute, aber Nein, hier auch. Hier auch. egal. Emma, mein Jutster. Das war sehr Dann schön. gucken wir mal. Gucken wir mal. Wer bis zum Schluss geschaut hat, Ja? kommentiert bitte drunter das Wort Gummibärchen. Ich sage, wir kriegen zwei Kommentare. Die das beinhalten? Ja, Okay, schauen wir mal. gucken wir mal. Ey, Mann, in dem Sinne war sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Müssen wir viel öfters machen. Das An stimmt. der Stelle geht auch mal mein Dank. Ich weiß nicht, wer den Kommentar noch nicht runtergeschrieben hat unter meinem SL3-Video. Danke, war cool, weil daraufhin haben Elmar und ich nämlich sowieso wegen was anderem telefoniert. Da müssen wir auch mal demnächst, ne? Müssen wir demnächst mal hier. Könnte ganz interessant für alle werden, oder? Was sagen wir? Nee, machen wir demnächst, ne? Machen wir demnächst, oder? Ja. Genau. Genau. Und da haben wir gesagt, komm, machen wir hier einen Talk. Also in dem Sinne, ihr seht, wir lesen alle Kommentare, deshalb kommentiert. Lasst uns ein Abo da und Und macht die jeder Glocke empfiehlt an. es einem weiter. Jeder Einem empfiehlt weiter. es einem weiter, damit wir Genau. unsere Followerzahl verdoppeln. Also theoretisch müsste dieses Video innerhalb kürzester Zeit mindestens 10.000 Views haben und wir müssten eigentlich ja 10.000 Follower haben. Aber die 5.000, die kriegen wir jetzt schon voll. Ne? Ja, ich würde Hm? sagen, nächste Woche um die Du. Zeit. Du hast noch nicht abonniert? Jetzt. Abonniere jetzt. Genau, für deine Tipps, nee, für Genau. unsere Tipps, für deinen Genau. Fortschritt. Die 5 Gründe, warum du Kimago, Photography, YouTube abonnieren solltest. Eins, zwei, egal. Okay, jetzt Okay. wird's albern. Emma, ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, wir hören uns demnächst. Danke fürs Einschalten an alle, ja? Tschüss! Ciao.